Bohrer habe ich auch noch nicht gefunden. Jetzt wieder aus. Verstehe ich nicht. Welche Rohre? Ich dachte jetzt auch, dass das hier so ein Rohr wäre. Ja? Ja. Pfeil. Oh. Da oben hier so. Also direkt wo ich hier stehe. Okay. Wie soll man das da hinschmeißen? Nein, das wollte ich auch nicht. Ah! Hä? Das jetzt gemacht? Ich habe hier, Moment. Da. Siehst du hier, da wo ich gerade hinzeige, da habe ich hingeworfen. Wo denn? Nee, hier. Guck doch mal auf meinen Bildschirm kurz. Auf meine. Hier, da. Hier neben ist irgendwie so ein. So was nicht. Ha! Wie hast du das da hingeworfen? Irgendwann gab es da ein E. So, gibt es hier sonst noch irgendwie sowas? Nicht. Also ich denke mal, wir werden noch mehrere von diesen Dingern finden. Was soll ich denn da aus? Ah, da. Einmal ums Eck von diesem Regal rennen. Hallo. Ja. Ja, das ist ganz blöd. Aber hier scheint noch was zu sein. Hier, wo ich gerade drauf zugucke. So, das. Da müssen dann noch irgendwo welche sein. Und vielleicht, weil ich denke, wenn wir abstürzen, ist vorbei. Was? Wo? Ah ja, ist auch ein Feuer, ja. Ich finde jetzt hier gerade den Punkt nicht. Den haben wir ja schon. Ach, da ist noch irgendwie eine. Ach du Scheiße. Was hast du jetzt gemacht? Ich bin einfach rübergelaufen. Dann war ich da drauf. Und dann? Und ich die Rolle. So funktionieren die Schlösser. Haha. Das wusste ich aber schon vorher. So, das ist nur eine Rolle. Ja, so eine Schriftrolle.
Ach so. Aber wo ist jetzt? Der letzte, ne? Ja, das ist doch mal was Schönes. Das war doch mal wieder was. Ja. Hier war echt das Schlimmste bis jetzt, das Absturz. Ihr könntet denken, dass Sur keine Angst vor der Dunkelheit hätte. Ihr würdet euch irren. Ja. Apropos Dunkelheit, kann man das hier mal hell machen? Ich sehe nichts. Siehst du was? Hier noch lang. Oh Gott. Wie eine Fackel oder sowas? Ja, ne? Boah, also natürlich gerade im Stream, das ist ja nicht zu erkennen, ne? Nichts, was leuchtet. Ist da ein Licht angegangen? Wie ist ein Licht aufgegangen? Andere Richtung. Hier ist das. Hm? Hast du da gefunden gehabt? Ich hab eine Laterne drin. Ach so. Ah. Macht schon, wir sind fast da. Einen Weg. Okay, dann sind wir doch. Achso, erstmal mit dir reden, oder was?
Eine Tür ohne Wiederkehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch viel weiter gehen müssen. Wir müssen nur diese Region durchqueren und wir werden den Ebenenstrudel sofort finden. Ja, ich bin bereit, wenn ihr es seid. Bleib dicht an mir dran. Jo. Da drin lauert was. Ja, denn, mal los, junge Dame. Es muss doch einen Weg hier herausgeben. Ja. Dachte, du findest den Weg. Mir schwant Übles. Manchmal hasse ich es, recht zu haben. Da sind sie. Ja, was, wie? Und jetzt? Hallo? Hallo? Richtig? Kommt schon! Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ja? Du stehst doch die ganze Zeit rum. Überleg schneller. Ich denke, hier sind wir eben gerade hergekommen, Tante. Ich nehme mal einen hier. Mach mal das Türchen auf. Ich muss diese Tür öffnen. Haltet sie zurück, während ich mich darum kümmere. Ja. Aua. Hey, hier kommt noch was. Die Tür ist endlich offen. Lasst uns gehen. Ich brauche Zeit. Ich wusste, dass ich die hier finde. Interessant. Hier war ich noch nie. Das ist einfach atemberaubend. An Cutwell muss man sich erst gewöhnen, das gebe ich zu. Aber er ist wirklich ein unglaublicher Kerl. Moment mal. Was ist passiert? Wo ist der Rest eurer Gruppe? Die Türen haben sich hinter uns geschlossen. Nur Gabriel und ich haben es soweit geschafft. Nun, die anderen müssen sich fürs Erste selbst durchschlagen. Ich werde bald Cutwell losschicken, um sie zu suchen. Draußen sehen die Dinge übrigens finster aus. Wir haben schon viele gute Männer und Frauen verloren. Und die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Was ist geschehen? Selbst ohne sein Portal kann uns Molag Bal unendlich viele Gegner entgegenwerfen. Wir können uns halten, aber nur eben gerade so. Doch der Sieg ist auch gar nicht unser Ziel. Wir müssen nur lange genug überleben, um den ebenen Strudel zu erreichen. Bringen wir es zu Ende, würde ich sagen, ne? Das Portal, das zum ebenen Strudel führt, liegt gleich hinter dieser Biegung. Molag Bal wird euch aber nicht einfach dorthin spazieren lassen. Hm? Er wird alles tun, was er kann, um euch aufzuhalten. Ich würde euch nach besten Kräften helfen. Und wie stets wird meine Hilfe ganz beträchtlich sein. Nun, geht! Okay. So, dann, machen wir mal. Hä? Hey? Ach, du bist schon da, oder was? Ah! Hier hast du noch länger mit ihm gequatscht? Ich... keine Ahnung, warum es von mir länger gedauert hat. Den Wächter des Portals. Das Portal? Hinter der Biegung, sagte er. Das sieht nach einem Portal aus. Da ist ein Pokal drüber. Oder sowas ähnliches. Der Pokal mit dem Portal? Ja. Oh Mann. Also, da kommen wir immer wieder drauf. Soll das so? Hab ich mich verjagt? Ein Stressmoment. Jesus, das gibt's doch überhaupt nicht. Hat ihn aber auch nichts genützt. Sprecht mit. Ja, mit. Wo denn? Hä? Soll ich mit jemandem sprechen? Ja. Ja, ich glaube, ich kann die Quest nochmal abbrechen und neu starten. Alter!
nicht helfen. Nee, ich auch nicht. Aber ich krieg ihn kaum. Dauert halt nur ein bisschen. Probier das einfach. Ne, ich kann es nicht benutzen. Ach, Scheiße. Ja. Das Blöde ist jetzt auch tatsächlich. Schade, wenn ich den ganzen Kram noch mal neu machen, ne? Wo hat sie denn ungefähr gestanden? Ich kann sie nicht mehr sagen. Ich meine direkt vor dem Portal ein. Ja. Okay, liebe Freunde, ich würde sagen, das beenden wir hier heute. Weil, bis ich mich hier wieder durchgeprügelt habe, dauern. Ja, doch, kann ich durch. Ah! Hat aber etwas gedauert. Aber gucken, ob ich eventuell ob ich überhaupt jetzt weitermachen kann. Achso. Oh, dann machen wir hier Anker, ne? Morlag Bals dunkle Anker bilden einen Strudel, der Nirn in sein dunkles Reich saugt. Wir müssen diese abscheulichen Ketten zerreißen. Meine Macht ist stärker in dieser Zwischenwelt. Okay, ja denn. Schön, Sie kommen. Der dunkle Fürst wird stärkere Ketten brauchen, um mich aufzuhalten. Was? Kommt, wir haben einiges zu besprechen. Ja. Ihr scheint überrascht zu sein, Sterblicher. Habt ihr nichts von meiner wahren Identität geahnt? Warum habt ihr so getan, als ob ihr die Stadtverwalterin, Stadtwahrerin wärt? Ich habe nicht so getan, Sterblicher. Ich bin die Stadtwahrerin. Ich habe nur den Umstand verheimlicht, dass ich auch eine dädrische Fürstin bin. Meine Pläne wurden schon vor langer Zeit in Gang gesetzt. Hätte ich mich selbst zu früh zu erkennen gegeben, hätte ich alles aufs Spiel gesetzt. Warum braucht die große Meridia meine Hilfe? Wagt es nicht, meine Motive in Frage zu stellen. Es ist genug, wenn ich sage, dass ich die Hilfe Sterblicher benötigte, um den Strudel zu zerstören und die Ebenenverschmelzung aufzuhalten. Ich werde alles tun, was nötig ist, um die Welt zu retten. Ihr Sterblichen schätzt das Leben nur so sehr, weil es endet. Lasst euch das von einem Gott sagen. Ja. Danke. Ehrlich. Ich hab dir doch gesagt, dass ich bereit bin. Ja. Hallo? Sprecht mit euren Freunden, denn es könnten ihre letzten Momente sein. Ja, was müssen wir tun? Der Herr der Gewalt. Die Ketten verbinden beide Ebenen miteinander. Wir können das Licht nicht verbinden, bevor diese Ketten nicht zerstört sind. Macht schnell! Dann wollen wir doch mal sehen, welche Bauteile ich noch. Ich müsste irgendetwas zusammenschrauben können, um ein riesiges Ungeheuer zu verlangsamen. Oh, eine ganze Menge hier. Jungsbunde!
müssen uns beeilen. Jeder weiß, dass wir hier sind. Ich habe eure Spielchen satt, Meridia. Ja, komm her, du Weichei. Geht, Krieger des Lichts. Diese dunklen Ketten müssen zerstört werden. Ihr könnt mich nicht aufhalten, Meridia. Dieses Kalt wird mein sein. Da guckst du drüber. Nur in die Richtung laufen. Ah, da war einer. Das war mal so schnell als nichts. Um diese Anker kümmern. Ihr müsst weitermachen. Platziert das Licht und bringt den Strudel zum Erliegen. Ich bleibe bei ihr, mein Freund. Gabrielle und ich haben viel miteinander erlebt. Ich werde sie nicht allein lassen. Ja, Licht platzieren, das sieht hier in die Richtung aus. Heute stirbt niemand mehr. Das ist ein Befehl. Kommt, lasst uns das Licht in die richtige Position bringen. Das Licht kommt näher. Es erhält die Schatten. Es versucht, die Dunkelheit zu durchbrechen. Aber die Dunkelheit ist stark. Unser Vater, unser Gott, er ist die Dunkelheit. Er wird das Licht abwehren. Unser Vater kommt näher. Er wird das Licht verschlingen. Er wird es zerreißen. Er wird es zerstören. Er wird euch zerstören. Unser Vater hat gesprochen. Er wünscht, dass wir gegen euch antreten. Nur gegen euch. Ihr glaubt also, dieses Licht könnte meine Ebenenverschmelzung beenden? Oder Tristan denkt, ich würde das zulassen? Sie ist noch töricht. Sehr merkwürdig. Dieses Licht gibt euch anscheinend Kraft. Meridia, wo versteckt ihr euch? Ich hole nur diejenigen, die sich euch widersetzen wollen. Ihr wurdet in einen Krieg hineingezogen, den ihr nicht gewinnen könnt. Mit Langweile. Jetzt werdet ihr töten. Schnell, kommt hinter meinem Schild. Ich freue mich, einen Helden sterben zu sehen. Dachtet ihr, das würde so einfach? Meine Untergebenen werden euch zerreißen. Gabriel, richtet all eure Energie darauf. Wir dürfen nicht aufgeben. Ich tue mein Bestes! Ihr kümmert euch um den Kristall, wir kümmern uns um unsere neuen Gäste. Das sind ja widerliche Bastarde! Molag Baal nicht zu bieten? Ein Klacks für mich! Das könnte durchaus unsere letzte Kraft sein. Sie sollen sich daran erinnern! Ihr müsst euch beeilen! Mein Schild hält nicht mehr lange durch! Fast geschafft! Ja, kein Problem. Ich kann es spüren, Vanus. Wir können es schlagen. Wir können... Darien, hinter euch! Hab keine Angst, schöne Gabriel. Ich habe das unter Kontrolle. Schiff überleben ist ja kein Problem. Aber, wie kann geht der denn?
ist bereit. Schnell, setzt es frei. Nein, das könnt ihr nicht tun. Ich werde nicht verfahren. Daniel, komm zurück! Daniel! Zack, um. Juhu. Geh doch. Der Ebenenstrudel wurde zerstört. Molagbals Ebenenverschmelzung ist vorbei. Bin ich tot? Ihr seid sterblich. Ihr begannt bereits mit eurer Geburt zu sterben. Aber ihr seid nicht ganz tot. Noch nicht. Was? Euer Lied hat erst begonnen und viele Strophen liegen noch vor euch. Wo bin ich? Der Strudel wurde zerstört. Ich habe diesen Ort erschaffen, auf das er vertraut und beruhigend auf euch wirkt. Es ist ein kleiner Teil des Reichs des Vergessens, der unter meinem Schutz steht. Hier wird euch kein Leid geschehen. Was ist mit den anderen geschehen? Jene, die präsent waren, als ihr das Licht zerschlagen habt, standen unter meinem Schutz. Sie haben sich im Raum unter uns versammelt, um sich zu verabschieden. Diejenigen, die nicht in der finalen Schlacht waren? Das weiß ich nicht. Sie verabschieden sich voneinander? Der Aeliden-König hat schreckliche Wunden erlitten. Er ist dem Tode nahe, aber noch ist er nicht dahingeschieden. Was meint ihr damit, dass eure Pläne für mich erst begonnen haben? Habt ihr nicht gesehen, wie einzigartig ihr seid? Wie ungewöhnlich? Ihr seid in die Ebene eines dätrischen Fürsten eingedrungen, habt eine Armee aufgestellt, die stark genug war, es mit seinen Legionen aufzunehmen. Und ihr habt eure sterbliche Welt gerettet. Ihr seid etwas Wertvolles, Sterblicher. Ihr werdet uns von großem Nutzen sein. Was wollt ihr von mir? Vorerst benötigen wir nichts. Aber die dunklen Fürsten sind auf euch aufmerksam geworden und sie haben Pläne. Bereitet euch vor und seid bereit, wenn das Reich des Vergessens nach euch ruft. Na super. Okay, so. Wie es scheint, ist meine Zeit endlich gekommen. Ich habe viel länger gelebt als die meisten in meinem Volk. Endlich werde ich wieder bei ihnen sein können. Was ist geschehen? Wie habt ihr solche schwere Verletzungen erlitten? Meridias Schild schützte die anderen. Darien und ich waren vor dem Schild und kümmerten uns um Molagbals verdammte Portale. Ich sah, wie das Licht euren Körper erfüllte. Ihr wart ein Leuchtfeuer. Das Letzte, was ich jemals sehen werde. Ihr könnt mich nicht sehen? Dunkelheit erfüllt meine Augen. Als das Licht um mich herum hervorbrach, stieß mich jemand dichter an Meridias Schild. Es war zu spät, um mich zu retten. Aber es brachte mich hierher. Mein Schicksal ist unerheblich. Der Gedanke daran, dass Nirn sicher ist, erfüllt mein Herz mit Freude. Wir haben die Ebenenverschmelzung aufgehalten. Dann werde ich Ruhe finden in dem Wissen, dass meine letzten Tage, die letzten Tage des Aleidenvolks, darauf verwendet wurden, Nirn dem Griff Molagbars zu entreißen. Und ich... Schont eure Kräfte, König Dünar. Ich möchte, dass ihr dies hier nehmt. Ein Geschenk meines Volkes an den Helden von Nirn. Um euch zu ehren und all jene, die an meiner Seite in dieser großen Schlacht fielen. Danke. Vielen Dank. Mögen die Geister mich auf meinem Weg führen. Habt ihr Dank. Das? Oder gibt es hier unten noch irgendwas?
Ja, liebe Freunde, ich glaube, das war auch die Christen. Oh nein! Die Stunde ist gekommen, Entseelter. Die endgültige Konfrontation mit dem Gott der Intrigen steht bevor. Die fünf Gefährten versammeln sich an der Zuflucht. Das ist jetzt das Finale. Aber nicht bei euch. Genau, liebe Freunde, das ist, soweit ich weiß, ein Solo-Verlies. Und das machen wir nicht mehr heute. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei The Elder Scrolls Online. Also bis dahin, tschüss!